Licht! Okay, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut finden, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein! Dafür wird mein... Hat das viel Schaden? Jan! Kann ich hier irgendwas scannen? Okay. Nee, ich wollte eigentlich nochmal... Ah, ich komme nicht raus. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Ey, wir können es ja erstmal komplett durchgucken, oder? Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann... Sekunde. Den kann ich aber nicht scannen. Aber hier ist irgendwo... Ah, ich muss noch mit der Steuerung. Ah, guck mal hier, da. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien. Okay. Stirbst du für einen guten Zweck? Aber mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, Wie. Das könnte wichtig sein. Ja, wie? Warte mal. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabumon ist ein verbitterter Despot, den jeden Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Ach, ich sitze die ganze Zeit. Ah, okay. Aber wo soll ich mich umsehen? Reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Ich kann aber jetzt gerade nicht wirklich was machen, ne? Also, ich kann hier nichts wirklich scannen. Ich drücke mal den falschen Knopf. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du, willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich. Ich weiß auch nicht, was mit Scanne die Sicherheitssysteme des Apartments. Ich weiß. Sieh.
hier irgendwas, was ich scannen kann? Was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Nein, mach Stopp! Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Sublet. Aber hier ist doch noch irgendwas. Oder irre ich mich? Da oben. Automatische Geschütze. Neueste Scanner-Modell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Ich muss noch mal ganz kurz zum Anfang. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Ich scanne hier einfach alles. Okay. Ich kann man bestimmt gut finden, oder? Ich kann ich ja nicht scannen, während das Video hier läuft. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Stürzt du für einen guten Zweck? Lieber alle Kameras hier mitnehmen. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabumo ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Das reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Ich guck noch mal ganz kurz, aber hier haben wir eigentlich alles schon. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Das kann ich nicht scannen. Hier ist sonst auch nichts gerade. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich. Eine Sekunde. Nee. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Oh, halt! Nee, das war nicht hier. Da hinten ist doch etwas. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Ja, wenn ich mich daran noch erinnere, wenn ich da erstmal drin bin. Gefallen. Ah,
Ciao, was hat er denn da gerade weggelegt? Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbaut. Was? Okay. Aber wo soll ich denn jetzt... Ich muss kalte Sachen suchen. Arikone, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Ja. Stopp! Okay. Hier ist was, aber das ist nur Champagner mit Eiswürfeln. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich mache nur noch einen Druck. Ah, guck mal, da ist auch noch was. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm. Wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Das werden wir schon sehen. Reden Sie. Ich will jetzt auch die anderen Sachen hier. Nur ein Edelkühlschrank. Mit Ihrem Vater. Dieses Projekt. Jetzt fuhren wir noch einmal bis zum Ende dahin. Sind gleich da. Wird dir gefallen. So. Da oben ist aber nur die Klimaanlage. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Ich habe vergessen, wie ich wechsle. Na, jetzt gucken wir es auch noch mal bis zum Ende. Komm. Scheiße. Das fühlt sich an, als würde ich echt... Lass dich nicht ablenken. Wir sind ja eigentlich schon durch. Das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Zum Glück ist es hier zu Ende. Okay, wir haben eigentlich alles. Also können wir raus. Hast du alles? Hab genug. Ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um wie dies zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer.
Sei vorsichtig. Sicher. Denk dran, wir sprechen uns bald. Erstmal aufstehen. Oh. Kann ich mit ihr nochmal reden? Nee, kann ich nicht. Was war das gerade? Ach doch. Keine Sorge. Ich mache nichts, das dich in Schwierigkeiten bringt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Kommt drauf an. Worauf? Ob du alleine kommst oder wieder jemanden dabei hast, wie etwa Netrunner. Keine Runner mehr. Versprochen. Wir sehen uns. Aber ein bisschen nett sein. Ich dachte, ein bisschen flirty. Flirty kann man auch mal machen. Wie? Eine Sekunde. Ja, klar. Was ist denn los? Wir müssen los. Na klar. Ich folge dir. Und? Was denkst du? Worüber? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Halte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin, ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Das wird Dex aber gar nicht gefallen. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ja, aber wie er bereits gesagt hat, sorry, aber es gibt ja gewisse Regeln anscheinend in dieser Stadt und Leute wie wir müssen uns an diese Regeln halten. Und? Was denkst du? Außerdem denke ich, dass Dex ein sehr gefährlicher Mann werden kann. Und ich weiß es nicht. Ich würde gern sagen, ich denke drüber nach, aber ich glaube, ich mache das nicht, weil wird schwierig, weil dann machen wir uns nur Feinde mit und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ja, lass mich doch. Ich versuche so lange zu reden, weil ich immer noch am Überlegen eigentlich bin. Weil wenn ich sage, ich denke drüber nach, kann ich immer noch drüber nachdenken. Ich hoffe wirklich, ich sage jetzt, ich denke drüber nach. Aber ich hoffe wirklich, das heißt nicht gleich, dass ich wirklich Dex verarsche, sondern dass ich wirklich darüber nachdenke. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Nein! Ein Hallo, Angebot, ich hab gesagt, ich denk nur drüber nach. Ich denk drüber nach. Ja, ich denk drüber nach. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay.
Viel Glück. Aber ich will, ich kenne Dex nicht, ich muss aber ich will mich an die Regeln halten. Und ich will ihn nicht verarschen. So, ich will einfach, ja, oh, es ist laut. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ibark hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. T-Buck meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. B. Ich bin dabei. Erstmal wieder raus. Hier konnten wir uns auch nicht umsehen. Guten Tag, meine Damen. Kann ich ja nicht. Ich kann nicht tatsächlich durch. So, hallo, wie sieht's aus bei dir? Was geht? Hab die Kunde getroffen, sie hat mir einen BD gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollen. Ich würde gern beides sagen und dann, ich erzähl dir später mehr. Ein BD? Okay, aber halt mich auf dem Laufenden. Klar, mach ich, Kumpel. Ja, siehst du, da ist ja wirklich noch was. So, hier geht's raus, okay. Melde dich bei Militech-Agenten. Wie mache ich das denn? Ah, hier. Scout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache, was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay. Wir müssen so oder so jetzt erstmal hier raus. Ich muss den Ausgang finden. Keiner gefällt, ne? Dann rede mit den Mädchen an der Tür. Die kümmern sich. Ja, die Mädchen an der Tür sind tough. Oh, was für ein süßes, kleines Gesichtchen. Oh, sorry. Ui, war das kurz hell. Wo sind denn die Ladies an der Tür? Okay. Ist das denn, jetzt auch die richtige Mission, die gerade ausgerüstet ist? Ja, da ist die Agentin und hier ist Jackie. Hier unten haben wir Nebenmissionen, die wir später machen. Und Cyberüberfall im Gange. Ja, weiß ich nicht. Können wir vielleicht auch machen. Ich wollte gerade sagen. Oh, wir haben um einiges Geld mehr. Ja, wir können mal ganz kurz hier die ganzen Punkte verteilen, was wir die ganze Zeit schon nicht gemacht haben. Quatsch. So, wir haben alles ungefähr auf 4. Damit haben wir die erste Leiste. Brauchen wir mehr Leben? Ich weiß es nicht. Mehr Reflexe wäre natürlich auch schön. Kritische Trefferchance pro Attributspunkt. Ich würde gern mehr Schaden machen. Viel, viel mehr Schaden. Kritischer Schaden. Ja gut, aber ob wir auch kritische Schaden machen, ist hier wieder was anderes, ne? Was ist ja die Präzision mit Scharfschützengewehren, Handfeuerwaffen und Wurfwaffen. Was auch immer Wurfwaffen sind. Wahrscheinlich Granaten. Stealth-Vorteile zu nutzen, sowie subtile, clevere Dialogoptionen auszuwählen. Das wäre eigentlich auch ganz gut. Stimmt, das fehlt uns auch ein bisschen. Ich glaube... Gehe ich mal. Einmal auf Coolness. Und auch wegen kritischer Schaden. Ich würde dann aber auch hier nochmal auf Leben gehen. Hier unten ist so, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht wirklich, wofür immer noch diese Speicherpunkte sind. Bin ich ganz ehrlich. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf Leben. Wann wird eigentlich das Schloss hier gebrochen? Ah, auf 9. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay. Wir haben 3 Punkte zu verteilen. Ich würde einmal ab hier durchgucken.
mal, hier geht's dann wahrscheinlich auch da hoch, oder? Obwohl ich sehe da keine Linie, also nein. Beim Benutzen der Cyberware Blutpumpe, ich weiß nicht, was Blutpumpe ist, für jeden fehlenden bla bla bla. 60% Gesundheitsregeneration beim Sprinten. Wir haben eigentlich eine ganz gute Gesundheitsregeneration gerade. 10% Gesundheitsregeneration für jeden Gegner in der Nähe. Und was ist das hier? Bei Fahrzeugsumständen plus 50% Schaden für gegnerische Fahrzeuge und ihre Insassen. Minus 50% Schaden für deine Fahrzeuge. Könnte vielleicht später ganz nützlich werden. Würde ich einfach mitnehmen. Dann gucken wir hier einmal. Schaltet neue Möglichkeiten frei, aus Fahrzeugen auszusteigen, herausspringen, herausrutschen. Ja, ermöglicht das Schießen beim Sprinten. Das ist also diese ganzen Sprintfähigkeiten, die lasse ich erstmal weg. Plus 5% sofortiges Aufladen für Gesundheitsitems und Granaten nach Neutralisieren eines Gegners. Finde ich gut, nehme ich mit. Und gucken wir uns auch hier an der Seite. Plus 30% Gesundheit durch die letzte... Wir haben noch eine, okay. Plus 30% Gesundheit durch die letzte Ladung deines Gesundheitsitems. Ist auch gut. Plus 15% Aufladegeschwindigkeit für Gesundheit-Items, wenn du nur noch eine Ladung, wenn du nur eine Ladung verbraucht hast. So, was haben wir hier? Plus 33% Gesundheit für deine Fahrzeuge. Ja, Fahrzeuge. Fahrzeuge sind mir erstmal nicht so wichtig. Ermöglicht es dir, das ist auch alles, ne, zu benutzen, aber das ist alles mit Fahrten jetzt hier. Beim Ducken plus 15% Bewegungstempo, plus 15% Chance auf Schadensminderung. Schadensminderung verleiht eine gewisse Chance erlittenen Schaden um die Höhe der Bewegungsgeschwindigkeit. Ist schon gut im Ducken, weil ich ja eigentlich versuche von hinten zu killen. Ich glaube, das nehme ich einfach mal mit. So, wir haben ein paar Punkte verteilt. Ich würde mal ganz kurz gucken, was das hier ist. Also ist das eine Nebenmission oder komme ich hier rüber? Ja, Tatsache. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft... Wer schreibt mir sowas? Keine Ahnung, Spam. Irgendein Spam-Mail. Okay, das sind ein paar. Wir haben 4 Punkte. Das ist nicht viel. Wir können einen durch Überhitzung. Ich weiß eben nicht, ob die auch Waffen haben. Ich müsste eigentlich von der anderen Seite kommen. Ich wollte von der Seite kommen, das ist das Problem. Ich könnte einen auf Überhitzen machen. Ich kann die von hier nicht packen, das ist das Blöde. Ach komm. Oh, der hat sich gelöscht. Uh,
Setzt den Entdeckungsfortschritt eurer Gegner zurück. Im Kampf wird die gegnerische Treffer ein verringert. Die haben mich sowieso gleich, ne? Wow! Come on! Ich wollte es wieder mal einfach heimlich machen. Naja, ein paar leben ja irgendwie noch, ne? Irgendwie. Verstehe ich nicht, ich habe sie eigentlich voll abgeschossen. Kann ich das Ding benutzen? Ich kann's benutzen, ich will das Ding haben! Ich klaue euch alles, ne? Also, gewöhnt euch dran. Halt, war da was? Da war doch was. Ah, das ist das, okay. Schick, das andere gefällt mir aber mehr. Du hast nichts mehr. Ich kann aber nicht so sagen, hier, das gehört jetzt mir, oder? Was ist denn das? Ich nehme einen mit. Kann ja nicht schaden. Okay, ist das... Warte. Bevor ich das mache, da lag doch gerade noch was, oder? Nee. Ist das... Damit dann, ja, der Überfall ist damit weg. Hier haben wir einen Klamottenladen, da können wir später auch mal gucken. Die Hauptmission ist ein bisschen... Warte mal. Hä? Warum ist denn die andere plötzlich... Also immer wenn man irgendeine Mission macht, rüstet er automatisch, selbst wenn man vorher eine Nebenmission ausgerüstet hat, rüstet er automatisch wieder die Hauptmission aus. Das ist ein bisschen nervig. Aber egal. Wir haben 36.000. Wir müssen demnächst auch mal unsere Schulden zurückzahlen. Halt, ich kann ja so rausgehen. Auto ist auch nichts. Dieses Bike habe ich noch gar nicht gesehen. Ich werde mal gucken hier. Wir steigen mal auf. Ich will auf jeden Fall neue Klamotten noch haben. Weißt du was? Könnte ich nicht mal... Ist der Klamottenladen in der... Okay... Ich sehe... Ja, ist der Klamottenladen. Ich will da einmal hin. Ja! Yeah! Oh mein Gott! Oh. Ich hab dich Band einfach nicht gesehen! Problem ist, ich muss eigentlich oben auf der Straße sein, ne? Ich guck immer auf die Minimap. Okay, Motorrad ist vielleicht nicht ganz mein Ding. Ich hoffe einfach mal, ich werde jetzt nicht überfahren. Okay, machen wir die Musik aus. Ich wollte einmal im Klamottenladen rein. Erstmal gucke ich, ob ich was looten kann. Sieht aber nicht so aus. Und dann, Hallöchen. Was ist denn so gerade im Trend? Was ist auf der Straße gerade so im Trend? Na, Eigenheit.
Vergiss einfach die anderen. Lass dein wahres Ich raus. Du musst der Stadt zeigen, wer du bist. Meine Worte. Gehört dir der Laden schon lange? Ein paar Jahre. Ich war früher Modedesigner. Was ist passiert? Das Gleiche wie überall. Ein Algorithmus hat meinen Job übernommen. Das Programm kann in einer Sekunde tausende Designs ausspucken. Da kann ich nicht mithalten. Weiß nicht, was mein Stil ist. Hast du einen Tipp? Das heißt wohl, mich umzuziehen? Ich weiß nicht, warum mein Ding so weit weg war. Kann ich wie ablegen? Okay. Das sieht doch nicht schlecht aus. Okay, nein. Auf gar keinen Fall. Okay, jetzt sehe ich aus wie so ein Lederboy. Ich gucke mir mal gleich an, was es so gibt, ne? Gut, die sind vielleicht nicht so schlecht. Ich suche ein paar nice Klamotten. Nichts Billiges. Ich finde ganz schnell was Schickes für dich. Ui. Ui. Hier ist ja... Oh mein Gott. Das ist ja so einiges, ne? ich wollte gerade sagen. Oh, ist ein bisschen bombig, die Jacke. Die Jacke finde ich allerdings ganz cool. Ich gucke mir trotzdem so einmal durch kurz. Nee, okay, die nicht. Teuer ist die, 2000. Weil wir tragen nun mal keine Jacke und ich würde gerne Jacke tragen. Ich gucke einmal hier auch nochmal. Oh, okay, nein. Dann tragen die ganze Zeit nur so ein T-Shirt. Die habe ich schon anprobiert, ne? Ja, die gefällt mir einfach nicht so. War das jetzt die, die ich nicht schlecht fand? Ich meine, normalerweise in einer anderen Farbe, aber... Ey, nehme ich doch gern mit. Was ist das? Ah. Okay. So eine Brille ist aber auch nicht schlecht, ne? Ein Hut? Weiß ich nicht. Was ist das hier? Oh, okay. Irgendein cooles T-Shirt oder so. Guck mal, Unterwäsche gibt's ja auch. Und Hosen, also... Ja, gut, kann man sich später mal mit befassen, ne? Ich würde mal ganz kurz... wenigstens einmal die Jacke sozusagen anziehen. So. Muss ich mal so, vielleicht so mal zwischen den Aufnahmen gucken, wie ich mich einkleide und dann zeige ich euch das mal. Mal gucken. Wir haben keinen Punkt mehr in dem Kind. Ich würde jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Wird gerade gespeichert. Sehr schön. Ich würde trotzdem nochmal Spiel speichern machen. Und hier neuer Spielstand. Ich habe noch nicht einmal richtig gespeichert. So, und dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Und hoffentlich dann bis zur nächsten Folge. Lasst gern ein Like da, schreibt gern einen Kommentar und lasst gern ein Abo da. Das Übliche. Macht's gut, Leute, und tschüss.